Ich war bei der bündischen Jugend. Wir hatten also grüne Hemden und ein hellblaues Halstuch wurde verliehen. Und dann wurde am einem Thingplatz, das ist also ein germanisches Wort, im Grunewald wurde Feuer gemacht, es wurden nächtliche Gepäckmärsche gemacht. Da war ich 9 Jahre alt. Und überhaupt, als sie das Keilen, man wurde gekeilt, das heißt, das wurde man, also das nannte sich so, wenn man in einen Pfadfinderbund rein wollte, vor 33, nicht? Auf dem Bismarckplatz war eine kleine Bude, wo wir immer als Schüler, wenn wir in die Volksschule gingen, das war in der Delbrückstraße in Grunewald, haben wir da immer für 10 Pfennig da uns Bonbons gekauft. Und da war im Keller von dieser Bude, da weiß ich noch, da bei den Pfadfindern, da saß einer mit der Gitarre und die sangen das Lied. Es zog ein Regiment vom Ungarland heraus. Es zog ein Regiment vom Ungarland heraus. Ein Regiment zu Fuß, schön betont. Ein Regiment zu Pferd. Ein Bataillon Deutschmeister. Und das hat mich also so animiert, weil ich ja mit Musik ein bisschen zu tun hatte. Ich war ja als 5-Jähriger, hatte schon Klavierunterricht und sowas. Und da bin ich also in diesen Pfadfinderbund gegangen. Grüne Hemden, blaue Halstücher. Und dann hatte ich einen Vetter, der war Führer in einem deutschen Pfadfinderbund. Das war wieder was anderes. Und ich springe also ein bisschen mal, aber das ist eine ganze Sache zusammenhängend. Insofern, ein Wochenende beim Vetter, der hatte mich gekeilt, in seinen Verein zu gehen. Das Wochenende war, da waren wir in der Nähe von Wannsee, eine Wochenendübernachtung da bei denen, nicht? Und ich fand das auch gut. Und an dem Tag wurde bekannt, als wir auf den Bahnhof Wannsee kamen, da habe ich da erfahren, wir sind jetzt nicht mehr Deutscher Pfadfinderbund, ihr seid alle Jungvolk. Das war also schon 33, ja. Und musste ins deutsche Jungvolk, weiße Hemden, schwarze Krawatte, das Krawatte nicht, also wie ein Halstuch war, das nannte sich mit so einem Knoten. Und dann kriegte man so einen Gürtel und da stand also irgendwas drauf. Also Hakenkreuz war das gar nicht mal, das war irgendwas, oh, das kann man sagen, Hakenkreuz. Und da hatte man ein Messer hier, ja. Und da wurden also genau dasselbe gemacht wie beim Deutschen Pfadfinderbund oder bei dem Dings. Und das hieß Jugendschar, glaube ich, hieß der von meinem Vetter. Ich bringe das ein bisschen durcheinander. Und da war dasselbe, Heimabende wurden gemacht, Märsche wurden gemacht, aber eben alles unter Hitler schon.